Und dann haben wir also in Riesenmärschen durch Luxemburg durch und durch Belgien durch, bis an die Maas. Und an der Maas gab es dann einen Stopp. Uns vorweg waren Panzertruppen schon losgerollt und wir sind also nur auf schon besetztem Gebiet nachmarschiert. Und an der Maas gab es dann einen Stopp, weil hinter der Maas war ja die verlängerte Maginot-Linie und die war eben nicht einfach jetzt so leicht zu überwinden oder vielmehr haben wir das angenommen, aber wir wurden eben da auf diese verlängerte Maginot-Linie angesetzt und ich bin am 16. Mai 40 mit meinem Bataillon, also in dem ich damals war, übergesetzt. Das war dort an der Maas das erste Bataillon. Und dann war ich in der Kompanie, die Spitzenkompanie wurde. Und da war ich dann wiederum mit einem Leutnant und ein paar anderen Soldaten. Ich war damals Gefreiter. Ich war Gefreiter geworden im Lauf des Winters, nicht? Und dann haben wir also dort nach dem Übersetzen diese Maginot-Linie durchbrochen und sind bei Le Masure, das ist oben auf den anderen Maashöhen, haben wir den ersten Feindwiderstand gehabt. Und da sind wir eben auch sehr schnell dran gewesen und haben angegriffen. Und dort habe ich also mein erstes Infanteriegefecht und das erste Infanterienahkampf erlebt. Und nach diesem Durchbruch durch die Maginot-Linie sind wir dann durch ganz Belgien weiter marschiert, nach Frankreich rein, bis an die Aisne, ohne Widerstand. Da waren uns vorweg nachher die auf einer Nachbarbrücke Division Rommel, die da schon mit ihren Panzern voraus war. Und wir sind also vorgestoßen bis zur Aisne. Und erst an der Aisne kam dann unser Vormarsch zum Stillstand, wo ich die Franzosen in den alten Stellungen vom Ersten Weltkrieg dort verteidigten. Und dann habe ich also dort 14 Tage lang Stellungskrieg erlebt. Und während wir an der Aisne lagen und dort in Abwehrkämpfen, da haben nämlich die Franzosen angegriffen gegen uns, wir haben sie aber erfolgreich abgewehrt, wurden die Fahnenjunker alle herausgezogen von der ganzen Division. Und wir wurden verabschiedet zur Rückkehr. Das Ersatzbataillon lag ja in der Tschechei. Und wir wurden also in die Tschechei zurückbeordert, um dort unsere weitere Unteroffizierausbildung zu machen. Und von dem Truppenübungsplatz in der Tschechei, wenige Wochen später, wurden wir dann versetzt an die Kriegsschule Potsdam.